Host jetzt von Heroes of Femmerwatch. So, ja. Sagt mir gerade nichts. Ich kenne zwar ein Spiel, ein Dungeon Crawler, glaube ich, der Hammerwatch heißt. Aber Heroes of Hammerwatch sagt mir jetzt gerade nichts. CCB ist Christina Charlotte Nachname. Ah. Okay. Also quasi einfach nur die Anfangsbuchstaben jeweils und dann als Nickname. Ist natürlich, okay. Ist natürlich auch eine Idee für ein Nickname, wenn man sonst keine andere Idee hat. Ich meine, ich finde es ja neben so ganz nett. Ich bin jetzt kein so super großer SAO-Fan, aber ich finde zum Beispiel die Namensgebung von Kirito sehr toll. Hat er ja quasi auch nur einen Teil seines Nachnamens und seines Vornamens kombiniert. Also von Kirigaya hat er das Kiri genommen. Und von Kasuto das Tor am Ende halt. Daraus wird dann halt Kirito. Das ist halt auch eine nette Version. Daraufhin habe ich mir überlegt, was könnte ich aus meinem Namen machen. Das wären jetzt nicht ganz so cool klingende Namen irgendwie oder toll klingende. Achso, warte mal, da der Tower kann das sein. Aber sollte ich doch mal irgendwie auf die Idee kommen, vielleicht doch mal ein APG oder so, um APG-Maker zu machen. Auf die Art und Weise könnte ich relativ viele Charaktere benennen, indem ich einfach nur irgendwelche Namen kombiniere. Die nicht ganz so schlecht klingen. Das ist überall woanders. Das ist die dritte Art von Person. Das wiederum verstehe ich nicht, warum man überall woanders heißt. Ich meine, Multiple Accounts, okay, von mir aus, aber wirklich mit dem Hauptaccount überall anders heißen. Scheiße. Ich hab's gewusst, dass das Sand ist. Verdammt. Meine wäre CCB. Also die Kurzfassung, nur CCB. Ah, okay, ja gut. Müsste ich eine komische Kombination aus meinem Namen nehmen, würde es wohl Olters sein. Olters? Ich glaube, es gibt hier in der Nähe irgendwie eine Firma, die ähnlich heißt. Nicht gleich, aber ähnlich. Das ist interessant. Überleg gerade. Ist halt die Frage, wie rum ich es mache. Also, ich würde halt mit meinen Vornamen. Also, ich hab ja einen Doppelnamen, mehr oder weniger. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich daraus irgendwas basteln. Oh Gott. Und sehe nichts. Kamera, bitte. Ich möchte irgendwas sehen. Oh Gott. Ja, renn im Kreis, renn im Kreis, aber das stirbt nicht. Oh Gott, ich hab neuen Sprung gelernt. Kann ich hier drauf stehen? Ja, ich kann drauf stehen. Ein relativ kleiner Level fällt mir auf. Aber schön. Keine Ahnung, Julian, Pascal. Ich hatte mal einen interessanten Namen. Kallian? Ich glaube, Kallian wäre einer. Aus dem Pascal das CAL am Ende. Aus dem Julian das IAN. Kallian? Alien? Hätte jemand es betont. Englisch oder Deutsch? Was? Red Coins im Purple Valley. Also. Ich finde es interessant. Ich habe für den für den Level davor habe ich fast 2 Stunden gebraucht. Ich glaube, 1 Stunde 30 oder so. Und den Level habe ich jetzt gleich in einer halben Stunde fertig. Wie sich halt die Level so unterscheiden können hier vom Schwierigkeitsgrad oder vom Umfang. Das ist echt super. Oh Gott, schon wieder so einer. Das muss ich doch wieder so. Nee, wie gesagt, also. Um nochmal auf das Thema von gerade eben zurückzukommen. Ja, wir haben halt eine neue jetzt und immer so. Man sollte jetzt nicht großartig mit Kollegen sich verstehen. Also eigentlich sollte man sich mit Kollegen verstehen, aber nicht vielleicht in meinem Gewerbe, weil da sind quasi Kollegen Feinde. Ach nö, Moment. Jetzt rutsche ich wieder schön hier runter. Na super. Nee, also
Kollegen sind wirklich Feinde in dem Bereich und alleine schon was Stunden angeht. Also bei mir ist es jetzt nicht so schlimm, aber manche müssen halt echt dann sich gegenseitig ankeifen und die Pfanne hauen, damit sie ihre eigenen Stunden sichern können. Oder mehr Stunden zugesichert bekommen. Und naja, aber wie gesagt, verhältnismäßig kann ich mit der relativ gut. Wie gesagt, Interessen sind relativ ähnlich. Aber ich weiß nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mit der irgendwie großartig, wenn man ein Spiel findet, was beide zocken oder zocken würden. Ich glaube nicht, dass ich mich mit der irgendwie zum Zocken verabreden wollen würde oder könnte. Weiß nicht. Naja. Muss man ja auch nicht. Reicht ja, wenn man irgendwie morgens fast eine halbe Stunde dann bei der Ablöse noch über, boah, JRPGs und Anime und Manga und Figuren irgendwie labert. Es ist so ein bisschen nervig irgendwie, dass ich immer erst so spät wegkomme, aber andererseits, ja, morgens um 7 ist eh kein Schwein mehr zu Hause online, wenn ich dann zu Hause bin. Und dann kann ich halt besser da noch ein bisschen länger bleiben und da über irgendwas halbwegs Sinnvolles, Interessantes reden und damit mein Spaß. Sind hier draußen jetzt noch welche? Hinterm Haus vielleicht noch. Oh Gott, Moment. Ich muss mal wieder Chat lesen. Ich bin total durcheinander, wenn ich bald anders heißen würde. Ich sag mal so, also in 2 zum Beispiel habe ich halt irgendwann multiple Accounts gehabt und musste mir halt immer einen neuen Namen ausdenken. Also mein Standname ist halt mittlerweile eigentlich Oni und aus Oni kann man so viele Sachen machen. Ich kann so viele weibliche Namen daraus machen, für weibliche Charaktere. Ich kann so viele Wortspiele draus machen und keine Ahnung. Ich kann Oni mit meinem richtigen Namen kombinieren. Zum Beispiel aus Oni und Julian würde ich hallo? Stern? Ich könnte daraus Onilian machen. Dann habe ich noch Relaxo plus Oni, Relaxoni. Dann der alternative Name von Loki wäre Loptre, Loptroni. Das ist schon ganz interessant, nett. Ja, cool. Kurs abgeschlossen. Wo ist der nächste? Gibt es überhaupt noch irgendwie einen hier jetzt? Moment. Kurs, ne, 7 und 8 sind, glaube ich. Genau. Ne, ich bin hier, glaube ich, fertig. Naja, geh hoch. Ich muss auch ganz kurz auf die Map gucken, die dabei gelegt war bei dem Hack. So. E4, C6 und C7. C6, C7, E4 und B1 habe ich gestern gemacht. Gut, dann bin ich hier fertig. Dann gibt es hier kein Level mehr in der Eisgegend. Verdammt. Wenn man irgendwie läuft, obwohl man den Chat gerade scrollen möchte. Ja, wie gesagt, da habe ich halt dann im Endeffekt alle meine Namen kombiniere ich irgendwie mit Oni und das ist halt okay. Der Ursprung des Namens ist halt auch sehr stupide einfach. Onilink war quasi der Fanname, der, ja doch, irgendwie schon der Name, der sich bei Fans wohl durchgesetzt haben dürfte, aus Majora's Mask von hier Link mit dem Gesicht der Kriminellen Gottheit. Im Englischen halt die Fierce Deity Maske. Wäre ungefähr dann so mein Ursprung. Achso, warte mal, jetzt kann ich da wieder rein. Mit der Mütze. Was? Hallo? Ja, das, genau das will ich. Ach, jetzt ist es hier nicht mehr eiskalt. Ich gehe einfach so rein. Okay. Ja. Und ich glaube, auf YouTube war um 2010 herum Onilink vergeben. Dark Onilink war auch vergeben. Und das nächste, was irgendwie dunkel war oder dunkel klang, war halt dann halt, was man mit Dunkelheit und Bösem whatever vergleichen kann, ist halt Black gewesen als Farbe. Und so kam quasi mein Name dann zustande. Ja, mittlerweile habe ich mich eigentlich hauptsächlich auf Oni eingependelt, weil schön kurz und man kann viel draus machen. Ich komme damit klar, Chrissy. Ich habe mal eine Zeit lang Celodora gehießen. Das war eine ganz abgespackte Kombi aus meinem Vornamen und einer Region in Dark Souls 2. Welche Gegenden in Dark Souls 2 waren das? Majora nicht, oder? Tempel? Nee. Kommt gerade nicht, wie die Gegend hieß. Lichtsteinbruch, Zeldora. Ah! Und da ich Oliver heiße, wurde das dann C. Oldora. Ah, okay.
Eine Zeit lang hieß ich King Virus. Hatte Pen und Paper Hintergrund, hatte einen Char, das. Der war was. Was? Der war. Nicht mehr lesen. Hatte Pen und Paper Hintergrund, hatte einen Char, der was gegen Monarchie hatte und Jagd auf Königshäuser gemacht hat und leider zum Leidtragen der Welt erfolgreich. Okay. Was für ein Name. Wisst ihr, was du das Onlyfans hat? Ich hab keinen Onlyfans. Das ist alles eurer Fantasie entsprungen. Aber mittlerweile, ich habe gerade schon gesagt, ich überlege, ob ich einfach mal just for fun einen Onlyfans erstelle. Kann man Onlyfans einfach kostenlos registrieren? Ich meine, nur so rein aus Neugier. Würde das funktionieren? Einfach nur erstellen und dann... Wow, das wäre echt interessant. Ein Onlyfans erstellen und dann quasi irgendeine Art Video hochladen. Ich glaube, war das gerade Flo oder war das Lecture sein Kommentar? Irgendwie so Fußfetisch-Videos. Es wäre irgendwie traurig, wenn das funktionieren würde, auf die Art und Weise. Aber okay. Können wir das Thema wechseln? So, warte mal, wo sind hier noch Level? Ach, da hinten ist ein Level-Eingang. Hier. Komische Rad über dem Lavasee. Kurs 8, Dragon Road Chunnan, Down the Light in Darkness. Das ist irgendwie ein Sonic Unleashed Level. Oh ja, und die Musik ist toll. Oh yes. Endlich mal ein guter Level mit guter Musik. Ja, was soll ich machen? Down the Light in Darkness. Okay. Das da sieht irgendwie aus wie... Das sah aus wie ein Slide, wollte ich gerade sagen, aber okay. Registrieren ist nur E-Mail, Nickname und Passwort aussuchen. Okay. Ja, aber ich meine, es gibt ja wirklich Leute, hauptsächlich halt Frauen, die da gut Geld verdienen. Die Frage ist halt, kriegen die dann ihre Einnahmen über PayPal gezahlt oder was? Und dann der Pool-Stream? Ich habe keinen Pool. Ich meine, ich könnte mir eventuell die Mühe machen, mein Handy im Sommer, also meine Mutter plant, glaube ich, jetzt im Garten hinten eine relativ große Fläche mit Steinen auszulegen, darauf eine Sitzecke anzulegen und dann auch noch einen Pool darauf aufzustellen. Also so einen, ja, mittelgroßen, sage ich mal. Und was soll ich machen? Purpose Secrets in the Backyard. Okay, Backyard. Ist der hinten? Oder das hier? Ah, das meine ich mit Backyard, okay. Ja. Ich habe meine Softboxen. Die könnte ich theoretisch nach unten schleppen. Könnte Verlängerungskabel legen und alles drum und dran. Ich könnte theoretisch echt einen Gartenstream machen. Aber ob man sehen möchte, wie ich oberkörperfrei im Pool hocke oder so. Wenn überhaupt, wenn der Pool sauber ist, da stelle ich mich auch sehr gerne an, möchte ich anmerken. Wenn auch nur ein Blatt oder irgendwas an Gras drin ist, dann gehe ich da gar nicht mehr rein. Steht da? OOB? Keine Ahnung. Warte mal. Treibsand. Ich wollte gerade sagen. Scheiße. Dann schafft ihr einen an. Und es gibt alle, für alles einen Markt. Ja. Weiß nicht, ich stelle mir das mal gerade merkwürdig vor. Weißt du, erstellst. Vor allem, das wär's ja noch. Wenn du dir einen Onlyfans erstellst, als Kerl, wirklich für Fußfetischisten Videos machst, aber quasi dich als Frau ausgibst. Also quasi. Ja, keine Ahnung, du lackierst dir vielleicht sogar die Füße, damit das als Frau durchgeht. Und dann gibt's irgendwelche Kerle, die holen sich auf deine Füße einen runter. What the fuck? Oh Gott, nee. Glaub. Ich meine, das wäre eventuell auch eine Variante, um Geld einzunehmen. Aber ich weiß gar nicht, wie ist das noch eigentlich? Muss man sowas wie Onlyfans eigentlich steuerlich anmelden? Ja, oder? Zumindest, wenn man damit gut Geld verdient. Ich meine, man muss ja auch eigentlich Twitch-Streams steuerlich anmelden. Quicksand, gut. Quicksand, not good. Muss man ja eigentlich auch. Habe ich bisher aber auch noch nicht gemacht, weil... Keine Ahnung, für alle 1,5 Jahre oder so... Einmal 100 Euro auszahlen über Twitch. Ich glaube, das ist denen relativ egal. Relativ halt.
meine, ich könnte ein Kleingewerbe anmelden, aber warum soll ich? Weiß nicht, es ist wieder so ein Punkt. Fühlt sich mich falsch an, als kleiner Streamer, ja, Gewerbe anmelden. Also Kleingewerbe. Ja, musst du. Du musst Kleingewerbe anmelden. Ja, gut. Also genau wie bei Twitch quasi. Die Frage ist jetzt, okay, was wäre jetzt eigentlich theoretisch, wenn ich jetzt für Twitch, wow, mir ein Kleingewerbe anmelde? Was halt hin und wieder ein bisschen Geld abwirft. Könnte ich dann das gleiche Kleingewerbe auch nutzen für OnlyFans? Theoretisch. Vor allem muss ich das direkt zu Anfang anmelden. Oder muss ich das erst dann anmelden, wenn ich auch wirklich Geld damit verdiene? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die teilen auf OnlyFans quasi ihren Content umsonst. Oder zumindest einiges an Content oder ein bisschen Content. Star looking from its balcony. Okay. Also jetzt nur so rein im theoretischen Sinne, weil... Stell dir das einfach mal vor, weißt du? Du hast abends Langeweile, nimmst dir eine Kamera oder deine Webcam, hältst die auf die Füße und machst damit dann, keine Ahnung, ein paar Bewegungen. Und dann gibt es irgendwelche Typen, denen egal ist, wem die Füße gehören. Und nee, und dann bezahlen die auch noch. Nee, Gott. Das stelle ich mir gerade so bescheuert vor. Aber irgendwie witzig. Vor allem, überleg mal, mach das vielleicht mal ein halbes Jahr. Finde vielleicht ein paar Anhänger oder mach das ein Jahr lang. Und dann nach einem Jahr kommt der Reveal. Das waren Männerfüße und keine Frauenfüße. Ich meine, dein ganzer Anhänger bist dann auf jeden Fall los danach wahrscheinlich. Außer wenn es ganz spezielle Fälle sind. Ah. The fuck. Aber. Einfach so dieser Moment, der wäre so genial, glaube ich. Lass ich raten, ich darf die komischen Flächen nicht berühren. Ja. Wo war jetzt hier die Schwierigkeit? nee. Easy peasy. The sun is a deadly laser. Das will ich jetzt einfach mal testen. Ich werde jetzt einfach nur mal testen, was passiert, wenn ich jetzt den Lichtstrahl berühre. Ich werde sterben wahrscheinlich, aber trotzdem, ich will mal gucken, was passiert. Okay, es ist einfach nur ein Instant-Kick vom Level. Ja, um nochmal jetzt das Thema Studio noch im Vorhin wieder aufzugreifen. Ja. Ich würde wohl studieren gehen, wenn ich kostengünstig und ohne großartige Zeitaufwendung oder unnötige Zeitaufwendung das machen könnte. Die dichteste Uni von mir ist, ich glaube, 45 Kilometer entfernt. Ist also relativ dicht noch. Relativ. Das Problem ist, die Straße, über die ich fahren müsste, die ist halt stark befahren. Gerade morgens und abends. Also Berufsverkehr halt. Das heißt, man hat auch relativ viele LKWs immer vor sich. Es ist nur eine zweispurige Straße. Und mit relativ vielen 70er-Zonen. Das heißt, für diese 45 Kilometer braucht man schon eine gute Stunde ungefähr. Soll ich studieren in der Fakultät nicht drin? Ja gut, ich sag mal, ein Fernstudium von zu Hause wäre auch Studium und kein Zeitaufwand. So, wir müssen jetzt, Zeitaufwand muss definiert werden. Zeitaufwand, um zur Uni zu kommen. Und, hier... Ja, Zeitaufwand zur Studie, zum Studium zu kommen, zur Uni und allgemein so ein bisschen. Halt, warte, ich hab die hier hin vergessen. Der Schalter ist aber eklig gesetzt hier. Vor allem jetzt konzentrieren und dann das Studium-Thema. Also ich müsste halt pro Tag ungefähr 2 Stunden Auto fahren. So. Das sind ungefähr 60 Euro an Spritgeld die Woche. Dann halt die Autoversicherung, die ich dann, zahlen müsste. Das sind also schon mal... Ja... Das sind vielleicht dann 300 Euro pro Monat, um da hinzukommen. Und da sind noch nicht die Bücherkosten mit drin, da sind noch nicht die, ja, ich sag mal, Lebenserhaltungskosten mit drin, wie Mittagessen besorgen oder Frühstück oder sonstiges. So, und im Worst Case habe ich halt um 8 Uhr die erste Lesung und die nächste um 16 Uhr erst oder 15 Uhr. Ich müsste also den ganzen Tag dort in der Stadt verbringen, wo ich nichts machen kann. Also nichts für mich momentan gesehen.
weil was soll ich da anfangen? Ich kann in der Stadt nichts anfangen, ich mag die Stadt nicht. Die Stadt ist einfach ein ekelhafter Ort. Ich bin kein Großstadtfan. Vielleicht mal sowas wie New York als Beispiel oder London als ein Wochenendtrip. Das wäre noch okay. Aber sowas wie Oldenburg jetzt als Beispiel, nee, danke. Ich bin einfach kein Fan. Wegstadt, du hattest in der Nähe von Oldenburg gewohnt, oder? Also, du hattest mal in der Nähe gewohnt. Nein? Wer war denn das dann? Irgendwer hatte mal in der Nähe von Oldenburg gewohnt. War denn das? Ah, nee, das war... Ah, nee, Wegstadt war das nicht. Das war Acid Mushroom war das damals. Acid war das, genau. Ich wusste, einer hatte nämlich in der Nähe von Oldenburg gewohnt. Ich wusste gar nicht mehr, wer. Immer näher Ruhrpott. Ja gut. Ne, mir ist gerade wieder eingefallen, wer es war. Das war Acid, war das. Ursprünglich mal irgendwie auch Acid Mushroom, weil vom Pilz halt her, aber ja, der war das, der in der Nähe von Oldenburg gewohnt hatte. Oder erst in Oldenburg und dann nur noch Nähe, glaube ich. Der ist aber auch relativ selten mal hier. Keine Ahnung, alle paar Monate ist er mal irgendwie kurz da abends. Aber zumindest ist er mal da und zeigt sich. Nee. Oldenburg ist einfach... Es ist eine ekelhafte Großstadt. Und... Ich sag mal so, die Großstädte, die ich jetzt so kenne, also die Nicht-Metropolen-Großstädte, die sind alle so ekelhaft. Und ich als, ich sag mal so, eher introvertierter Gamer, Anime-Fan, der kann da relativ wenig anfangen. Ich meine, ich könnte natürlich meine Switch einpacken, ich könnte mir einen Gaming-Laptop besorgen. Aber ja, trotzdem muss ich dann halt da, keine Ahnung, 6 Stunden in Uni-Nähe rumgammeln und auf die Lesung warten. Ja, manche nutzen dann die Zeit und machen dann ihre Hausaufgaben schon, damit sie es abends nicht mehr machen müssen, aber... Ja. Es ist halt auch wieder so dieses Problem mit, sich selbst seine Zeit einteilen oder seine Zeit dann sinnvoll nutzen. Da habe ich ja keine Lust drauf. Das ist halt das andere Ding. Also ich weiß zum Beispiel, die Neue jetzt bei uns, die angefangen hat, die will wohl auch studieren gehen. Aber sie hat den Vorteil. Dort, wo sie herkommt, gibt es quasi einen Bahnhof. Also einen richtigen schönen Zugbahnhof. Kein Busbahnhof, sondern wirklich schön mit Zug und so weiter. Da läuft sie 5 Minuten zu Fuß hin und kann von da aus halt in 2 verschiedene Unistädte fahren. Das dauert zwar pro Fahrt knapp 2 Stunden, aber in der Zeit, während sie im Zug ist, kann sie halt entweder morgens noch länger schlafen oder halt Videos gucken, Hausaufgaben machen, an der Switch sitzen oder sonst irgendwas. Sie kann sich halt in der Zugfahrt selber beschäftigen. Das kann ich, wenn ich jetzt die Autostunde fahren muss, nicht machen, weil ich halt aktiv selber fahren muss. Wenn ich, sag mal, so ähnliche Bedingungen hätte, dass ich zumindest während der Fahrzeit mich frei beschäftigen könnte, da schlafen könnte, dann würde es noch funktionieren. Universell zu von Pen und Paper generell. Habe ich noch nie gemacht, aber ist interessant wahrscheinlich. Also wie gesagt, Pen und Paper, ich habe ja mal, glaube ich, ich habe mal bei Schnubbi damals in einen Pen und Paper Stream reingeschaut. Aber auch nur ganz kurz. Ich weiß nicht, also... Die Idee, sich einen eigenen Charakter zu schreiben, mit seiner Persönlichkeit, ist eigentlich relativ geil. Und sich dann irgendwie eine Geschichte anzuhören, ist auch cool. Aber ich... Na endlich. Aber ich wüsste nicht, ob ich das wirklich spielen kann. Also ob ich mich wirklich mental so in meine Rolle reinversetzen kann. Ich meine, ich würde so oder so, mein Charakter würde der letzte Perf wahrscheinlich sein. Das wäre relativ einfach zu spielen, aber egal. Zentat und Gifbin, Gaugaum? Nee, Gaugaum. Gomme. Hat was zu Gaugaum? Was zum Teufel soll das heißen? sagt mir rein gar nichts. Gomme sagt mir so ein bisschen was. Gab es nicht mal irgendwie einen Typen, der Gomme HD oder so hieß? Aber Gaugaum sagt mir rein gar nichts. Nebenbei danke für den Follow. Yifbin.
Soll man es hier verwenden aussprechen? Ich gehe einfach mal davon aus. Nicht zu wechseln mit Yiv, einem sehr speziellen Gebiet von, ja, gewissen Fandoms. Oh Gott. Wo war ich jetzt gerade genau? Studium. Ja. Wie gesagt, wenn ich halt diese Fahrtstrecke nicht hätte. Oder wenn die Fahrtstrecke reduziert wäre. Also wenn ich so 20 Kilometer von, Kilometer von der Uni weg wohnen würde. Dann war nicht irgendwo hier auch ein Stern gerade irgendwie beim Wasserfall? Ja, da oben. Wenn es nur 20 Kilometer von der Uni weg wäre oder so, oder 20 Minuten Fahrzeit, dann würde ich auch locker studieren gehen. Alternative wäre natürlich dann im Ort selber wohnen, also im Studienort wohnen. Aber das ist halt noch teurer als die Spritkosten wahrscheinlich. Wobei, ja eigentlich, ja doch. Oldenburg ist relativ teuer halt leider, soweit ich weiß. Und, wie heißt das jetzt? Na, ich komme gerade nicht auf das Wort dafür. Wohngemeinschaft, WG, genau. Ich glaube, dafür bin ich auch kein Mensch. Also ich, wenn ich schon von zu Hause ausziehe, dann will ich auch eine Wohnung für mich alleine eigentlich haben. Um das auch mal zu genießen, irgendwie Ruhe zu haben. Zumal es auch auf die Person ankommt, mit der man dann eine WG hätte oder mit den Personen. Mit mehreren Personen hätte ich sowieso keine Lust. Also wenn, müsste es sowieso dann eine Zweier-WG sein. Und... ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich mir unbedingt gerne mit irgendeinem anderen Kerl oder so eine Wohnung teilen wollen würde. Ich mir ein bisschen... ja, blöd vor. Weil man muss dann auch die Toilette teilen, man muss alles teilen. Man muss die Küche teilen, man muss die Toilette teilen. Und wenn man dann irgendwie jemanden abbekommt, der sein eigenes Geschirr nicht wegräumt und immer liegen lässt. Nee, danke. Brauche ich nicht. Also wir können Pen und Paper zusammen spielen. Dafür brauchen wir tatsächlich weder Stift noch Papier. What? Wie soll denn das funktionieren? Über den Chat oder was? Soll ich das machen, was ich denke, was ich machen soll? Aber ich muss das machen, was ich denke, was ich machen soll. Hey, da unten ist ein One-Up. Schauer-Tai? Schauer-Ti? Jetzt komme ich hier nicht mehr weg, oder? Hab ich gesoftblockt. Hey, oh mein Gott. Doch, okay. Discord reicht. Fürs Reden haben wir alle Headsets, weil ganz im Ernst, wer hat heutzutage kein Headset? Ach so, ja gut, wie gesagt, also ich habe ja gerade Schnubbi erwähnt. Schnubbi hat mit, einem, ja, war ursprünglich mal, glaube ich, von Hering ein Zuschauer, der aber dann auch halt bei Schnubbi dann eingetrudelt ist, wie das halt so ist, wenn man seine Viewer irgendwie dann teilt, oder seine, Community teilt mit Leuten. Auf jeden Fall, er kann dort, er macht das wohl auch bei sich in der Gegend, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, aber... auf jeden Fall, Erkandor, der macht das wohl auch im größeren Stile halt, wenn ich gerade Corona wäre. Also, sprich, er geht halt wirklich dann zur Sitzung mit Leuten hin und hält dann da als... lass mich jetzt nicht lügen, heißt das Dungeon? Ne, Dungeon Meister. Wie heißt denn der Redner? Der hat auch bestimmt einen speziellen Namen, oder? Der Erzähler quasi, der Storyteller, der quasi alles leitet. Irgendwann auf den Namen dafür nicht. Auf jeden Fall, das macht er wohl auch im größeren Stil. Und die haben wohl auch damals ein paar Mal dann über Skype das gemacht. Quasi jeder hat seine Cam eingeschaltet und dann haben sie halt ihre Charakterbögen, glaube ich, gehabt. Und dann hat er quasi die ganze Sache geleitet und jeder hat dann quasi immer seinen Text dazu gesagt. Also ja, man muss nicht unbedingt dafür im gleichen Raum sitzen. Man kann halt heutzutage einfach dann Discord nehmen. Notfalls auch Discord, Videochat, wenn man unbedingt möchte. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich das könnte. Also ob ich das hinbekommen würde, vom Anfang bis Ende. War es nicht auch so, musste man nicht bei Pen und Paper auch mit Würfeln irgendwie hantieren? Oder hatte nur der Game Master, also der, ich nenne es jetzt auch mal Game Master. Oder brauchte nur der einen Würfel, damit er quasi für die Leute würfeln darf. Damit auch nicht geschummelt wird. Jetzt reden haben wir alle Headsets, bla, entweder Game Master oder Dungeon Master. Okay, dann habe ich es ja richtig gehabt sogar. Boah, kurz auf mich.
Oder in anderen Worten Gott. Ja. In anderen Worten Gott. Du musst auch würfeln, aber auch das ist kein Problem. Ja, kannst du entweder halt über Disc. Ja, entweder halt einen Online-Würfel nehmen. Oder halt, keine Ahnung, eine zweite Kamera, die dann auf dem Tisch oder so zeigt. Den Würfel. Warum versuche ich erst blöd gegen die Wand zu springen? Ah, da oben ist ein Stern drin. Okay, cool. Disco bietet Bots für sowas. Diverse Seiten bieten auch Optionen. Ja, also, sag mal so. Man hat heutzutage relativ einfach die Option, Pen und Paper mit Leuten zusammenzuspielen. Man müsste halt wirklich eine Gruppe haben, die das schon vielleicht ein paar Mal gemacht hat. Oder halt Leute, die sich gut kennen. Wo ein, zwei das gemacht haben. Also wie gesagt, grundsätzlich, es wäre mal interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Das Problem ist bei mir halt, ich bin halt eher nachtaktiv. Oder sehr früh morgens aktiv, wo die meisten normalen Leute keine Zeit haben. Und das Problem ist halt auch hier zu Hause, meistens habe ich Ruhe. Also meistens werde ich in Ruhe gelassen. Danke für den Follow, Chrissy. Ich glaube, Chrissy war von Christine, glaube ich, jetzt abgeleitet, oder? Gehe ich mal von aus. Für den Follow. Nennt sich Roll20. Ja, wie gesagt. Ich bin halt immer so spät erst wach. Momentan habe ich halt nur 22 Uhr Schichten. Das ist halt suboptimal. Sonst bin ich halt zumindest um 16 Uhr erst aufgestanden. Also schon. Da hatte ich halt um 18 Uhr Dienstbeginn. Jetzt seit 2 Monaten sind es halt 22 Uhr Schichten, weil zu viel Personal oder zu wenig Objekte. Whatever. Wie komme ich da oben hin? Das soll wahrscheinlich sagen, ich darf da nicht überlaufen. Warte mal, hinten war doch noch was. Ja, auf jeden Fall. Fahre ich jetzt gerade? Und du weißt, dass ich nachts. Warte, Moment. Wir würden dann tatsächlich das Overlay einer Internetseite nehmen. Da sind alle in einem Raum connected mit Würfel drin, etc. Okay. Nennt sich World20. Ah. Achso, ja, und Nacht, Chrissy. Und du weißt, dass ich nachts wach bin. Das ist also kein Hindernis. Da ich zurzeit nicht worke, bin ich zeitlich sowieso flexibel. Ja, gut. Ja, gut, aber man kann ja nur zu zweit. Ein Pen und Paper ist, glaube ich, jetzt nicht so. Ich meine, natürlich, man kann auch ein Abenteuer zu zweit machen. Theoretisch kann man auch ein Abenteuer alleine machen, wo es halt einen Dungeon Meister gibt und der andere macht halt irgendwie alles. Es geht. Also, ja, man kann zu zweit ein Pen und Paper machen. Ist vielleicht nicht ganz so spaßig, aber um quasi das Prinzip zu lernen, geht das eigentlich. Also, es wäre möglich, ja. Aber ich sag mal so, zum Beispiel, ich glaube, wenn ich jetzt von den Leuten, die ich kenne, gucke. Nebenbei, wenn Flo jetzt noch antwortet. Flo, ich dachte, du wolltest um 12 Uhr ins Bett. Dann hätte ich auch theoretisch Shadow Tactics spielen können heute Abend. Theoretisch. Wenn du doch so lange wach bleibst. Nee, wie gesagt. Ich sag mal so, zumindest einmal in meinem Leben würde ich mal Pen und Paper probieren wollen. Aber worauf ich hinaus wollte gerade ist, sofern ich das nicht nachts mache, werde ich wahrscheinlich gestört werden. Solange halt irgendwer zu Hause wach ist. Entweder wird durch die Wohnung gerufen oder andauernd kommt irgendwer und möchte was von mir. Das ist halt immer so das Problem. Ich hätte auch schon längst mal irgendwie gerne vielleicht mal Hering gefragt. Ob der mal irgendwie in irgendeinem Spiel vielleicht Bock hätte, mal together was zu machen. Mein Hering ist jetzt auch nicht derjenige, der jetzt direkt mit jedem direkt irgendwie was im Stream oder so zockt. Bin ich auch nicht. Aber sowas wie Mario gerade zum Beispiel oder sonst irgendwas. Aber ich frage halt eher schon gar nicht, weil ich nämlich genau weiß, dass er einen normalen Tagesrhythmus hat. Immer. Und so komme ich hierher. Ah, gut. Und da ich weiß, dass ich im Normalfall, wenn ich dann früher anfangen würde und früher aufstehen würde, ich hätte keine Ruhe. Also ich würde entweder andauernd einen Klopfer haben oder irgendwer ruft oder sowas und ja, das sind solche Sachen, das kannst du besser, wenn du alleine wohnst. Habe ich jetzt eigentlich alles eingesammelt? Ne, einer noch. Ja, wie gesagt, das war halt auch noch so ein Problempunkt für allgemeine Sachen. Im Normalfall habe ich nachts halt Ruhe. Im Normalfall. Wenn ich frei habe. Auch wieder so ein Ding.
Also ich bin jetzt seit letzten Monat relativ wenig am Arbeiten. Das ist einerseits ganz nett, weil ich so Zeit für ganz viele andere Sachen habe. Andererseits ist es ein bisschen nervig, weil mein Stundenkonto belastet wird. Red Coins of the Riverside. Okay. Nee, ich glaube, das hatte im März angefangen. Da hat nämlich das eine Objekt irgendwie so halb dicht gemacht oder weniger in Auftrag gegeben. Dadurch mussten dann die Leute von da an mein Objekt ran. Und da ich halt der Einzige bin, der mehr als genug Überstunden angesammelt hat, habe ich halt weniger Schichten gehabt und weniger Stunden quasi zu machen. So. Hat mir erst gar nicht gepasst, weil warum soll ich für andere Leute den Kopf hinhalten? Warum soll ich meine Stunden aufgeben, nur weil die jetzt keine bekommen? Mittlerweile habe ich aber gemerkt, ach, so ein bisschen mehr frei ist ganz okay. Gerade zu Corona-Zeiten, gerade jetzt im Frühling, wenn es kalt ist. Wenn ich im Sommer wieder mehr arbeiten muss, dann habe ich da nichts gegen, weil dann ist es nachts ziemlich warm. Und ich friere mir bei den Kontrollgängen nicht den Arsch ab. Das ist nämlich auch sehr schön dann. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich nächsten Monat auch nur 4 oder 5 Schichten wieder. Ich habe jetzt den 1.2. Also jetzt, ich habe noch am 24. habe ich jetzt noch eine Schicht. Dann habe ich am. Nein, ich wollte nicht. Mann, ich wollte nicht darunter fallen. Ich wollte hochspringen. Also. Jetzt am 24. habe ich nochmal, also morgen Nacht quasi. Ja, doch, morgen Nacht, ja. Ich habe trotzdem noch einen Tag frei. ja, morgen Nacht, Nachtschicht nochmal. Dann habe ich am 1. und 2. nächsten Monat. Und dann am, ich glaube, 27. 28. Also ich habe quasi Anfang des Monats das Wochenende und Ende des Monats das Wochenende Schicht. Super. Und wenn ich Glück oder Pech habe, dazwischen nochmal eine 12er Schicht. Um die Feiertage herum. Aber da bin ich mir gar nicht sicher. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf, großartig, weil wenn ich sowieso schon so wenig Schichten habe, dann will ich jetzt mittendrin nicht noch irgendwie eine Schicht machen. Aber naja. Passt schon. Diesen Mod auch. Diesen Mod hatte ich 7 Schichten ursprünglich und habe jetzt insgesamt wieder 10 Schichten gehabt. Das heißt, von meinem Stundenkonto gehen halt diesen Mod auch nur 40 Stunden ungefähr ab. Weil 120 lasse ich nur auszahlen. Alles andere, da wären mir dann die Abzüge zu hoch. Und das, was ich mehr auszahlen lassen könnte, an Geld brauche ich momentan aktuell nicht. Ja, und naja. Deswegen habe ich halt momentan noch relativ viel Zeit. Problem ist halt nur, dass ich momentan dafür andauernd dann gefragt werde, kannst du jetzt mal einspringen, kannst du morgen einspringen, kannst du dann und dann und dann nochmal einspringen. Und das geht mir auf den Sack momentan. Also, ich habe schon gesagt, diesen Monat entweder tragen die mich von vornherein für Schichten ein oder sie lassen es bleiben. Also jetzt im Mai werde ich garantiert nicht immer wieder von Woche auf Woche einspringen, nur weil jetzt immer irgendwer jetzt woanders hingesetzt wird. Also das sehe ich nicht ein. Es wäre sogar Original Dungeons and Dragons, was wir spielen würden. Naja, zumindest das Regelwerk ist Dungeons and Dragons. Ja, das müsste man mir sowieso vorher erklären. Und dann braucht man auch gar nicht die Unterschiede versuchen zu erklären zwischen Dungeons & Dragons und noch irgendwas. Ich glaube, jedes Pen und Paper hat irgendwo und irgendwann seine eigenen Regeln irgendwie dazu erfunden oder ausgedacht. Also ich kenne halt Pen und Paper in dem Sinne, dass man seinen Charakterbogen hat mit der Persönlichkeit, wer man ist, welche Rasse man hat und so weiter halt. Und dass man halt irgendwie, glaube ich, je nachdem welches Pen und Paper oder welche Art Rollenspiel, dass man eventuell sogar noch Stat-Punkte hat. Also, dass man quasi sich wirklich so Standard-Stats ausdeckt. Da oben ist eine Box, habe ich das richtig gesehen? Moment. Da wäre die 8. rote Münze, okay. Man fängt zwar schon mit, keine Ahnung. Als Magier hat man dann 10 Intelligenz und nur 2 Stärke. Und dass man dann halt, je nachdem, wie das Abenteuer verläuft, die Story verläuft, was man macht als Magier, entweder halt als Magier immer weiter glänzt und stärker wird. Ist halt die Frage. Ob das ein Pen and Paper Rollenspiel ist im Sinne von Intelligenz aber schlecht für Magier. Das war jetzt ein Standardwert, ein Basiswert war es jetzt. Ich kenne mich damit nicht aus. Sollte nur im Verhältnis sein. Ja, wie gesagt. Dass man dann halt, keine Ahnung, nachdem man einen Ork besiegt hat mit der Gruppe, dann vielleicht
ein bisschen mehr Stärke hat, ein bisschen mehr Vertrauen oder sonst irgendwelche Werte. Und dass dann quasi die Kämpfe auch mit Werten entschieden werden. Ich glaube, da gab es ja einmal die, ich nenne es mal, die Stat-Variante. Dass man mit Stats quasi spielt. Aha, ich habe ja alles. Grundwerk, die Stärke verändern sich nicht. Okay. Ja gut, das wusste ich nicht. Die Werte werden zu Anfang gewürfelt. Ah, okay. Ja gut, aber das war halt, wie gesagt, so dann die Idee. Es gibt, glaube ich, doch Rollenspiele, also Pen and Paper, die basieren quasi auf Stats, dass man halt so seine Kämpfe, die man halt mit Geschöpfen der aktuellen Welt, wie einem Ork, per Stats entscheidet. Und dann gibt es doch bestimmt auch welche, die quasi nicht per Stat entschieden sind, sondern per Handlung. Also sprich, man trifft auf der Brücke einen Ork. Bekämpft man den Ork oder zerstört man die Brücke mit einem Flammenzauber, dass der Ork in den Fluss drunter fällt? So meine ich das jetzt. Also es sind doch wahrscheinlich jetzt dann verschiedene Arten, wie man Pen and Paper spielen kann, oder? Da oben ist noch ein Level. Und noch eine... Ist das komische Ding hier oben drauf? Nein, ich wollte nicht Lava. Scheiße. Wie gesagt. So einmalig das mal gemacht zu haben, wäre vielleicht okay. Wenn es dann halt sehr viel Spaß gemacht hat, dann kann man vielleicht nochmal ein zweites Mal machen. Oder allgemein öfter. Aber vielleicht müsste ich auch erstmal eine Runde Pen and Paper bei jemandem zugucken. Damit ich sehe, wie das dann abläuft so ein bisschen. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass wenn man Pen and Paper spielt, dass das Ganze harmonisch bleibt. Weil es gibt bestimmt auch Leute, Pen and Paper Spieler, die bei der kleinsten Art von Regelverstoß direkt rot sehen und das unsichtbare Wand, scheiße. Ich dachte, ich könnte mich hier hinten umgucken. Nope. Schade. Echt unsichtbare Wände, verdammt. Ja, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich auch Pen and Paper Tryhards, die um jeden Preis jede Kleinigkeit an Entscheidungen verteidigen wollen oder so. Was auch nicht schlecht sein muss, aber ich denke da jetzt gerade so ein bisschen an TTT zum Beispiel. Die Leute kennen sich eigentlich, die Leute wissen, worum es geht und trotzdem wird sich über jede Kleinigkeit aufgeregt. Weil die vielleicht nicht ganz regelkonform war. Wie auch immer. Du betreibst als Spieler aktiv Roleplay. Halt, warte. Aber du kannst Gegenstände finden oder Fähigkeiten erhalten, die zum Beispiel eine Stärkewert erhöhen können. Okay. Heißt, der Game Master spielt alle Nicht-Spieler-Charaktere. NSCC, ja. Spricht deren Texte, spricht in deren Persönlichkeitssinne. Und du dich selbst. Und du musst dich in der Welt zurechtfinden. Level steigen, Abenteuer leben. Okay, ja gut. Ja, wie gesagt, eventuell müsste ich mal erstmal irgendwie einmal eine Runde angucken, damit ich weiß, wie das ungefähr abläuft. Und dann mal so eine Testrunde mal spielen. Ich weiß auch nicht, wie lange so eine Runde geht. Ich weiß nicht, wie lange ich meine... Wenn das irgendwann zu lange geht, eventuell die Runde. Also ich gehe mal von 2 Stunden mindestens aus. Also unter 2 Stunden wirst du wahrscheinlich keine Runde spielen. Nach 3 Stunden Pen and Paper wird es, glaube ich, schon ein bisschen zäh vielleicht beim ersten Mal, um reinzukommen. Also man müsste schon vielleicht ein kurzes Pen and Paper nehmen, um das, ich nenne es mal Gameplay und weiter kennenzulernen. Wäre eventuell auch von Vorteil dann. Gerade als Neuling halt. Aber ja, theoretisch. Lust hätte man schon, hätte ich schon dann schon mal. Ist halt die Frage, ob man das dann. Ja, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich nicht streamen, aber wäre eine Option, ob man dann vielleicht das auch mal streamt dann irgendwie. Das Problem ist, dann schalten halt Leute bei so einem Pen and Paper Stream rein, die dann irgendwie auch wieder fast nur Pen and Paper gucken vielleicht. Und ja. Das bringt halt nichts, wenn man dann irgendwie einmalig Pen and Paper macht. Von daher, ich glaube, streamen würde ich dann eher weniger. Auch Pen and Paper kann lange gehen, man kann aber auch jederzeit aufhören, aber ja. Nur eine Stunde lohnt es nicht. Man kann die Sache ja beim nächsten Mal halt einfach fortsetzen. Ja gut, das wäre natürlich auch eine Option. G5. Summer 64 Pi. Autumn Mountain. A Speedrun over the water.
noch nicht sicher, noch nicht sehr erfahren als Game Master, von daher würde ich dich bitten, das nicht zu streamen. Ja, ich sag nur, das war eine Idee. Sollte man sich erstmal einen Singleplayer Pen and Paper gönnen, zu zweit quasi. Und du halt so ein bisschen das Game Master, sag ich mal, trainieren und ich allgemein das Spiel kennenlernen. Wieso ist davon ein Stern? Übrigens, bei dem Kurs hier, der Kurs ist wohl von einem anderen Mario-Hack inspiriert. Auch vom Ersteller des Levels. Aber der Level basiert auch so ein bisschen lose auf Origami King. Zumindest die Musik hier in dem Level. Oh, what the fuck. Da hat irgendwer mit der Skybox ein bisschen Bullshit betrieben, aber okay. nee. Das ist wohl aus Origami King. Aus dem Herbstwald. Der Battle Scene. Was machst du jetzt hier? Du machst hier gar nichts. Okay. Ja, wie gesagt, wenn man zu zweit erstmal das irgendwie machen sollte, oder vielleicht zu dritt oder viert, falls Flo noch dabei ist. Falls er mal einen Bock hätte irgendwie. Ich weiß auch nicht momentan, wie Flo eigentlich schläft und aufsteht. Er steht momentan relativ früh auf. Bin ich ein bisschen blöd. Aber okay. Kann ihn nicht zwingen, nachtaktiv zu sein. Was wollte ich? A Speedrun over the water. Hey, hier ist Wasser. Aber wann, wo? Hä? Hier irgendwas aktivieren? Ach so, deswegen ist Speedrun over. Ah, okay. Ja, wie gesagt, man kann natürlich auch anfangen und dann beim nächsten Mal weitermachen. Aber es ist natürlich schon irgendwie angenehmer, wenn man das dann wirklich von Anfang bis Ende wirklich macht. Damit man nicht rauskommt. Wie gesagt, ich sag mal so 2 Stunden ungefähr als Einsteiger Pen and Paper oder 2,5 Stunden. Vielleicht auch 3 ist, glaube ich, okay, weil ich glaube, länger als 3 Stunden, dann wird es irgendwann anstrengend, in der Rolle zu bleiben. Vor allem, wie macht man das, wenn man mal auf Klette muss? Sagt man, ja, ich muss dann kurz auf Toilette, oder sagt man, ich müsste mal für kleine Goblins austreten gehen? Oder wie macht man das dann? Man kann versuchen, in seiner Rolle zu bleiben. Oder muss man dann vom Game Master eine Erlaubnis bekommen? Oder muss man rollen, dass man auf Toilette darf? Oh Gott. Das war Thinking with the Secrets. Das war nicht der Stern, den ich haben sollte. Okay. Ich kann die Schwierigkeit der Sache auf einen Spieler runterskalieren, beziehungsweise die einen NSC zur Seite stellen. Ja, oder so halt. Das wird halt auch funktionieren. Das kann ja ein paar Hintergrundinfos zur Welt erzählen, in der du dich befinden wirst, und nach der Info kannst du dir dann eine Person erdenken. Oder auch dich selbst spielen. Wenn ich mich selber spiele, dann sind wir quasi im Isekai oder was. Weiß nicht. Du hattest auch verhältnismäßig viel Anime geguckt, oder, Vexcha? Bin mir gerade unsicher. Ah, ist hier gerade eben auch schon Lavawasser oder Dreckwasser? Weiß es gerade nicht. Du bist sehr viel Anime. Ja, ich hab's nicht im Kopf. Ich wusste, dass du es guckst, aber ich wusste nicht, ob du jetzt so viel guckst. Ja. Vielleicht gucke ich Death Parade. Ah, okay. Das war doch der mit der. Ja, mit der. Ich nenne es mal Limbo-Bar, oder? Also Limbo wie die Zwischenwelt. Wo immer quasi die Vergangenheit und der Todespunkt. Genau, okay. Ja, habe ich auch geguckt gehabt. War ganz okay eigentlich, ja. Ist ganz nett gewesen. Wo die entscheiden, was mit der Seele geschieht, wieder wurde oder ins Nichts. Ah ja, genau. Darum ging's. Es spielt von Over the Water. Wo muss ich hin? Ich finde den Stern nicht. Ah. Hier vielleicht? Oh. Das ist kein Wasser. Wenn du schiffen musst, sagst du einfach, ich muss schiffen. Ja, gut. Ja, wie gesagt, könnte man vielleicht mal irgendwann machen. Boing. Vielleicht wirklich mal dann irgendwie mit. Eventuell
Also du hast als Game Master ja keine großartige Erfahrung, sagst du, oder noch nicht so viel Erfahrung. Ich meine, wenn du das üben wollen würdest, dann könnte man da vielleicht echt mal wirklich Leute fragen. Wie zum Beispiel Flo oder so, die es vielleicht auch noch nicht gemacht haben, vielleicht machen wollen. Dass man so sich zwei, drei Leute sucht, mit denen man dann das irgendwie mal macht. Du kannst dann quasi das Game Master Ding üben und wir können sehen, wie das Spiel funktioniert. Das wäre echt mal eine Idee. Ich habe ca. 8 Spiele geleitet. Okay. Ja. Ja, als was ich damit zu tun hatte bisher. Also scheiße bin ich nicht. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dann können wir das eventuell so machen. Ja, und jetzt? Da hinten fliegt ein Stern. What? Ach, den Schalter wahrscheinlich, oder? Ja, der Schalter wird sein. Um es im Speedrunner oder No-Hit-Runner-Sprache auszudrücken. Mein Run ist solide, aber nicht konsistent. Okay. Das würde ungefähr so mein Challenge-Run. Ach, come on. Das würde dann quasi mein SL1-Challenge-Skill-Level beschreiben. Meine Skills sind solide, aber nicht sehr konsequent und ja, nicht die besten. Keine Ahnung. Man kann damit was anfangen. Ich schaffe zumindest ein bisschen was. Danke. Hopp. Nee, wie gesagt, man könnte mal testen dann. Mit zwei, drei Personen vielleicht erstmal. Also erstmal in so einer kleinen Runde, sag ich mal. Damit auch nicht alle durcheinander brüllen, blöd gesagt. Oder dass so viel Zwist entsteht in der Gruppe, wenn man irgendwie verschiedene Lösungsansätze hat für eine Gefahr. Ich hab A gedrückt! Ja, nur ein besser. Also es ist eine Welt eher im Mittelalterstadium. Sprich später Bögen etc. Ja gut, das ist doch ein wenig ausgegangen. Ist ja meistens so. Wobei es wahrscheinlich. Ja gut, ist meistens so, ist glaube ich das klassische Pen and Paper. Es gibt aber auch doch wahrscheinlich eine Menge schon an Sci-Fi Pen and Papers, oder? Also ich bin auch eher der Mittelalter-Fantasy-Fan. Mit Drachen, Bögen und so weiter und Schwertern. Aber je nach Setting ist eventuell halt auch Sci-Fi ganz interessant. Und das sage ich als jemand, der relativ wenig mit Sci-Fi eigentlich am Hut hat. Dann für den Follow-Yon. Irgendwas mit Yon war es. Yonkoi? Yonki? Verdammt. Yonkoti. Genau. Mit Sci-Fi und Steampunk auch. Ist da Apokalyptik. Und sogar Steinzeit-AP habe ich schon gesehen. Okay, ja gut, Sci-Fi, wie gesagt. Wäre vielleicht auch noch interessant, aber ja. Am ehesten wahrscheinlich Mittelalter-Fantasy. Also das klassische Dungeons and Dragons wahrscheinlich. Kommt dem, glaube ich, am nächsten. Steampunk, ich weiß nicht, ich glaube, Steampunk wäre für mich noch schlechter als Sci-Fi. Also ich kann mit Sci-Fi, glaube ich, mehr anfangen als mit Steampunk. Und ja, apokalyptisch ist vielleicht auch ganz interessant. Aber. Nein, ich war doch. Ah, scheiße. Fast. Jetzt fast geschafft. War ich jetzt gerade? Apokalyptisch. Ja. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube eher schon als Steampunk. Ich bin jetzt auch kein großer Fallout-Fan zum Beispiel. Wobei die Fallout-Reihe eventuell bis zum dritten, / New Vegas, eine gute Reihe wahrscheinlich ist. Das waren ja erst, glaube ich, die letzteren Teile, die dann gesackt haben. Sprich Fallout 4 und 76. Okay, ja gut, Fallout 4 ist dann auch noch gut, wenn du das sagst. Aber ich glaube, mit Fallout 76 hatten sie es dann irgendwie verkackt bei Bethesda, oder? Weil sie unbedingt auf Teufel komm raus ein Online-Game draus machen wollten. Wie gesagt, weiß nicht. Ist halt nicht so ganz mein Genre. Fallout oder halt apokalyptisch alles angehaucht. Wobei ich halt damals, muss man dazu sagen, als ich noch relativ viel Minecraft oder
relativ viel YouTube gesehen habe, was mit Minecraft zu tun hatte. Da hatte ich halt auch damals bei irgendjemanden dann Jumper-Kurse mir angeguckt. Ich glaube, wie hieß er mal? Mr. Gamecraft hieß er, glaube ich, damals. Und der hat halt seinen Charakter Mr. Epic Man irgendwie erfunden. Und der hatte aber auch, neben diesem Mr. Epic Man, da hat er auch dann quasi irgendwie eine apokalyptische Story quasi sich ausgedacht. Und das fand ich zum Beispiel ganz nett. Es war so, ich sag mal, in Videotagebuchform gehalten. Dass er quasi irgendwie aufgewacht ist nach einem Atomkrieg oder einer Atombombe und durch das verseuchte Land reist. Ich glaube, die Story wurde nie beendet. Und gegen Ende hat er dann relativ viel Normales mit reingebracht. Also, glaube ich, in den letzten Part, den ich gesehen habe, da ging es dann irgendwie in ein Hotel rein. Und der tolle Mythos Herobrine hat dann quasi da mitgemischt. Aber wie gesagt, das fand ich ganz nett eigentlich damals. War für damals relativ gut gemacht, fand ich. Also auch mit Texture Pack und allem drum und dran. Und verschiedenen Soundfiltern. Zum Beispiel, wenn man einen Funkspruch irgendwie abgehorcht hat. Verdammt. Ach, das ist Treibsand. Also super. Wieso bringt mich der Level eigentlich um? An jeder Stelle. Wir haben 6 Sitze im Vogel komplett abgeschossen. Ja, wie gesagt. Habe ich halt nie großartig gespielt, aber das fand ich halt damals ganz nett. Ich glaube nicht, dass ich mir das heutzutage nochmal angucken wollen würde. Auch wenn es vielleicht nur eine Stunde ist, weil es immer kurze Parts waren. Ich glaube, das hieß damals Apokalyptica Story. Es war wohl, wenn ich mich nicht irre, hatte das wohl als Kind oder als Jugendlicher damals. Also wir reden jetzt von übrigens, der Weg ist kacke. Wir reden jetzt von meinem 13- oder 14-jährigen Ich, was bei einem damals vielleicht 16- oder 18-jährigen Minecraft-Video-Let's Player geschaut hat. Und das hat er dann wahrscheinlich auch so mit 14, 16 wahrscheinlich geschrieben und sich ausgedacht, die Story, und dann für Minecraft adaptiert. Und dafür war es halt relativ gut. Also, das ist mehr als was ich mir jemals an Story für irgendwas ausgedacht habe. Beziehungsweise, kommt auch an, wie man Story jetzt definiert. Oh Gott. Ich hab ihn. Ich habe mir auch schon alleine mit Pat seiner Idee, dass Pat mal ein Dingens machen wollte, ein Videospiel, also allgemein ein RPG. Mittlerweile hat Pat überlegt, ob er daraus ein Pen and Paper machen wollen würde. Und Anfang des Jahres hat Pat nochmal wieder ein bisschen Brainstorming dafür betrieben. Die Ideen, die er hatte. Wow, die Ideen, die Pat hatte, waren gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie ist da halt auch nicht viel draus geworden. Und da hatte ich halt damals mir auch so ein paar Völker. Was mache ich da? Ich habe den Stern. Sanctuary Puzzle, ach so. Okay, zurück. Charaktere ausgedacht und Völker ausgedacht. Also da hatte ich auch so, das war auch vor bisher 6 Jahre ungefähr. Hier interessante Musik. Was ist die Röhre da hinten? Um wieder aus dem Tempel rauszukommen wahrscheinlich, oder? Oder? Ja. Also erstmal, Uni, musst du auf Roll20net gehen und dir einen kostenlosen Account erstellen. Jetzt? Ich dachte, die Tage irgendwann mal oder in den nächsten Wochen. Gerade bin ich noch am Mario dran und am Stream. Aber ja, Roll20, schreib mir per Discord oder so mal die Seite. Oh, das ist ein Rutschrätsel jetzt wirklich. Ja, da hätte ich in die Wand reingemusst, okay. Lass mich raten, hier unten verrecke ich jetzt gleich. Warst du mich nicht in Discord? Habe ich nicht dir letztens noch was geschrieben? Hab dir geschrieben gehabt. Also du bist bei mir in den Direct Messages an fünfter Stelle. Kann aber auch sein, dass ich dann. Wahrscheinlich habe da nur ich dir geschrieben, aber du hast doch nicht drauf reagiert, eventuell. Das kann sein. Ja, oder halt über Twitch selber. Du kannst die Seite schicken. Bei Twitch denke ich aber meistens nicht dran, dass ich da Nachrichten habe. Also auf Discord gucke ich halt eher.
Ich habe mir irgendwann einen neuen Account gemacht. Ah, okay. Ja, gut. Ich weiß auch nicht. Also, ich bin momentan wieder am Überlegen, ob ich nochmal einen eigenen... Ich hätte durch die Wand... Achso, nee, durch die Wand dann. Okay. Ob ich mir nochmal einen separaten Discord... Scheiße. Ob ich mir einen separaten Discord erstelle, nur für den Stream. Oder ob ich weiter den, ja, Nerdplay-Dogfire-Server nutze, den ich da habe. Der Vorteil halt an dem anderen ist, da sind jetzt schon eine Menge Leute drauf. Hauptsächlich aber auch Leute von Lu halt. Oder von Pat. Aber da habe ich quasi alles an einem Punkt. Also wenn man, wenn ich irgendwie was mache, dann bin ich halt meistens da anzutreffen. Ein weiterer Discord-Server, der quasi leer vor sich hingammelt, wo ich dann halt für vielleicht 5 Leute den Link zum Stream poste, wenn ich streame. Ich glaube, das lohnt sich nicht so wirklich. Ich glaube, wenn ich irgendwann doch mal aus irgendwelchen Gründen Sanctuary passe... Was? Das war immer noch nicht der richtige? Wait, was denn dann? Soll ich doch mal irgendwann vielleicht ein paar mehr Leute haben? Auch, Leute, die dann halt kontinuierlich einschalten und nicht alle paar Wochen, alle paar Tage mal. Dann wäre das nochmal eine Überlegung wert. Aber ich glaube, so wie es momentan ist, ist das so ganz okay. Da brauche ich keinen eigenen erstellen. Lohnt sich irgendwie nicht. Was? Jiggly, Miggly. What the fuck? Da sind wir beim Thema, dass du dir irgendwie für alles immer andere Namen erstellst. Warum? super. Friends. AdFriend. Steuerung V. Er hat den Namen nicht kopiert. Steuerung C. Jetzt. So, hab's abgeschickt. Jiggly Miggly. Denke ich irgendwie gerade an Jigglypuff. Aber okay. Aha, hier ist noch so ein Tempel. Okay. Ah. Okay, das sieht mehr nach Rätsel aus. Lass ich raten, ich darf nur die blauen Flächen betreten. Darf ich die in der Mitte hier berühren? Weiß nicht. Würde ja schon interessieren. Ich gehe bei Jiggly Miggly an Tits and Ass Wiggle Wiggle. Ja gut, jetzt... ja, Jiggly... Na gut. Jiggly, okay. Jiggly von mir aus, ja. Miggly ist für mich jetzt gerade nichtssagend, aber bei Jiggly, ja. Zu Jiggle, Jiggle Tits, ja. Ja gut, okay. Hidden Box on Top Station. Ja, wie gesagt, aber man könnte auch an Jigglypuff denken. Oh mein Gott. Haben sie Jigglypuff, Jigglypuff im Englischen genannt, weil Jiggly, weil Brüste jiggeln und weil er pink ist und Puff, weil er sich aufpusten kann? Ist das die Begründung, weswegen Jigglypuff im Englischen Jigglypuff heißt? Also, wenn man quasi zwei Jigglypuffs hat, dann hat man quasi zwei Brüste, die wackeln und sich aufpusten. Oh mein Gott, Nintendo, ihr Pervies. Oh Gott. Da ist ja die deutsche Version Pummelhof relativ normal. Kann ich über das komische Band dahin, also über das Seil laufen? Das schon mal nicht. Ich finde es aber schön, dass mir das jetzt auffällt. Ah, schön. Ist halt ein typischer Maushaus-Reim. Ja, gut. Nee, ich glaube, das letzte Mal hatte ich den nämlich bei Discord geschrieben gehabt, als mein Stream wieder sich verabschiedet hat vom Internet her. Da habe ich geschrieben, ja. Und das Internet ist wieder weg. Apropos Internet, ich habe ja nur WLAN in meinem Zimmer, weil der Router ist ja unten und durch die Wohnung das Kabel zu verlegen ist ja offenbar hier ein Tabu, weil das geht ja gar nicht, das sieht ja scheiße aus und
Da müsste man ja bohren teilweise. Und gucken, dass man das Kabel verlegt bekommt. Ich habe mittlerweile halbwegs zumindest einen neuen Ansatz. Darf ich jetzt über das Ding laufen oder nicht? Nein, darf ich nicht. Das ist eine relativ teure Variante. Oh, aha, okay. Da ist ein blauer Schalter. Eine relativ teure Variante, aber eine vielleicht gut funktionierende Variante. Beinhaltet aber auch zwei Bohrungen in der Wohnung. Das war relativ einfach. Die Variante, die ich jetzt quasi habe, wie ich ein vernünftiges LAN-Kabel in mein Zimmer bekomme und quasi nicht mehr diese Störanfälligkeit habe vom Adapter, hoffentlich zumindest dann, das wäre im Endeffekt, dass ich ein rund 50 Meter langes LAN-Kabel habe. Es kommt ganz mal in den Router rein, dann unten im Wohnzimmer halt zum nach draußen hin ein Loch in der Wand. So, draußen verlege ich dann das Kabel per Kabelschienen an der Wand lang. Also quasi unter, nach oben bis unter die Dachrinnen. Dann von da aus bis zur Ecke, um die Ecke rum. Dann über dem Carport lang bis zu meinem Zimmer quasi. Und dann durch mein Zimmer durch die Wand wieder rein. Das ist ein relativ langer Weg, aber bis 100 Meter soll das wohl okay sein. Laut Ed und die meisten anderen, die sich damit auskennen, die ich kenne. Wait, hier unten ist was. Hidden Box on top of the station, achso. Jetzt bin ich allgemein runtergesprungen. Ach, das ist der Spawnpunkt hier unten. Oh. Oh. Ups. Ja, das wäre halt die nächste Option, die ich hätte. Es sind halt mehrere Probleme. Zum einen brauche ich ein 50 Meter LAN-Kabel. Ein möglichst gutes. Zum zweiten brauche ich wetterfeste Kabelschienen für die Außenwand draußen. Und das nächste wäre, ich bräuchte irgendjemanden, der halbwegs sich handwerklich damit auskennt, dass er das da anbringen kann. Es wird wahrscheinlich, wie ich Verhältnisse hier kenne, darauf hinauslaufen, ist das wahrscheinlich der Mann der Schwester meiner Mutter macht. Ist keine Box. What? Also ein Onkel. Ja, mein Onkel quasi. Weil der ist halt berufstätig als, ich sag mal, Handwerker, soweit ich weiß. Also kommt das bei dem am ehesten, dass er es hinbekommt. Ich meine, das war auch derjenige, der bei mir im Zimmer dann den Laminat verlegt hat. Den wollte ich zwar eigentlich mit meiner Tante verlegen, weil die so oft umzieht und umräumt und möbliert. Aber die hat dann irgendwie keinen Bock gehabt oder hat dann einfach halt direkt gesagt, ja, du mach mal. Das soll ja super. Ich wollte eigentlich Willi nicht fragen, aber... Also Willi dafür einspannen vor allem. Das wollten eigentlich wir machen, aber okay, passt schon. Das... Handblätter an der Decke... Ja, ja, kommt hin. Könnte Marihuana sein. Ist Marihuana gleich Hanf? Nee, ist nicht gleich Hanf, oder? Aber die sehen relativ gleich aus, oder? Ich habe keine Ahnung von Drogen. Für mich sind das da auch Marihuana-Blätter irgendwie. Das ist sowas, diese Textur ist für mich das Sinnbild von Drogen, wie sie aussehen. Warte mal, da hinten ist vielleicht eine Box. Moment. Jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt. Marihuana ist eine Hanfpflanze, ja. Okay, dann habe ich es ja doch richtig gehabt. So. Hier ist nichts. Hä? Hidden Box on the top station. Hidden Box. Ist da eine unsichtbare Box auf der Dings oder was? Geraucht werden aber nur die Knollen der weiblichen Pflanze.
Es gibt männliche und weibliche Pflanzen. What the... Okay. Ich meine, jetzt machen zumindest weibliche und männliche Pokémon, also Pflanzen-Pokémon auch Sinn. Aber okay. Hatten wir nicht letztes Mal auch das Problem bei Pokémon gehabt, dass Gardevoir für mich eigentlich immer weiblich ist und Galagladi... Also Galagladi ist immer männlich, auf jeden Fall. Galagladi kann nur aus einem männlichen Kelia entstehen. Aber der Fakt, dass es ein männliches Kelia allgemein gibt und ein männliches Kelia sich ohne Funkelstein zu einem Gardevoir entwickelt, das ist so absurd irgendwie, der Gedanke. Egal wie man es betrachtet, Gardevoir ist vom Körperbau und von der Person her definitiv weiblich getrennt. Also warum... Ah, hier ist eine Münze. Moment. Ah. Ja, Gardevoir ist halt wirklich vom Aussehen... Kannst du... Ja, es ist definitiv weiblich. Aber es gibt halt männliche Gardevoir. Sind das dann quasi alles Traps in dem Sinne? Die männlichen enthalten kein THC, also den Stoff, der high macht. Super. Red Coins for Red Mountain. Okay. Ja, schön. Ich weiß nicht, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt pro Drogen oder so. Aber ich wäre auch nicht dagegen abgeneigt, mal zumindest zu wissen, wie so das Gefühl ist, high zu sein. Also ich bin allgemein kein Fan vom Rauchen. Ich hasse den Gestank und allgemein Rauch. Aber ich weiß nicht. Stell mir jetzt halt sowas wie Marihuana oder allgemein Hanf halt dann irgendwie nicht ganz so schlimm vor. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wäre halt interessant zu wissen, wie es wäre, mal high zu sein. Es wäre halt, ja, rein experimentell gesehen wäre das mal interessant zu wissen. Ich meine, in Holland kannst du ja das Zeug im Coffeeshop einfach so kaufen und verzehren. Also, verzehren, Anführungsstrichen. Rauchen halt.